gerade geliefert. Wir gucken mal rein. So. 16 Euro im Internet. Einmal der Wischer. Und der komplette Arm. Ja, gehen wir mal raus, bauen den mal an, gucken, ob alles passt. Bis gleich. Schon sind wir draußen und ich ärgere mich wieder. Ich sehe hier gerade Rostpickel an der Heckklappe. Naja, muss ich auch wieder tätig werden. So, das ist der alte Wischer. Das ist das neue Zubehörteil. Ja, ist mal irgendwie ein paar Zentimeter kürzer. Aber egal. Hauptsache, der TÜV meckert nicht, da muss ich nämlich bald hin. So, wir nehmen erstmal die Kappe hier hinten ab. Und, ups, falsche Richtung. So, da kann man sehen, was los ist. Meiner ist hier gebrochen. Das heißt, der greift nicht mehr richtig. So, und genau, zack. Ich halte hier jetzt mal ein bisschen hinten gegen mit einer Zange. Und mit einem 13er Schlüssel werde ich jetzt die Mutterhelme abschrauben. Na, geht schön schwer, festgegammelt. Fängt auch wieder an zu regnen. Juhu! Also der richtige Zeitpunkt, um den zu wechseln. So. Jawohl. Dinge mal runterwürgen. Ja, inzwischen sind schon ein paar Tage wieder mal vergangen. Und zwar hatte ich Probleme, hier den Konus runterzukriegen oder den Alu-Ring. Hab mir dafür erst besorgt so einen Abzieher. Aber das Ding ist wohl Symbiose eingegangen mit der Welle da. Und den hat es fast zerlegt. Hat auch nicht funktioniert. Ich stelle euch da die Beschreibung trotzdem gerne mal in den Link. Den brauchen wir später noch. Dann habe ich mir besorgt so ein kleines Mini-Sägeblatt. Für meinen Akkuschrauber war in dieser Packung hier kleine Metallsägeblätter, damit habe ich das Ding einmal oben, einmal unten eingekerbt. Das Sägeblatt hat es auch hinter sich jetzt, aber egal, dafür hat es funktioniert, kostet 3 Euro die Kiste im Baumarkt. Und dann nochmal den Abzieher verwendet, jetzt ging das Ding endlich runter. Das ist ja Müll, kann weg, weil im neuen Wischer ist das ja hier wieder eingelassen. Ich werde den gleich mal montieren und gucken, ob alles hingehauen hat. Bis gleich. Ja, ich sag mal, läuft. Juhu. Ja, der neue Arm ist montiert. Ich habe das gemacht, indem ich die Kappe hier drauf gelassen habe. Alles draufgeschoben und dann hier durch den Schlitz mit einem 13er Schlüssel angezogen. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Nasen abbrechen oder so und dann klappert das Ding. Deswegen habe ich den so montiert. Wie gesagt, der neue Arm ist ungefähr 5 cm kürzer, das Wischerblatt ist aber genauso lang. Das heißt, der wischt jetzt ein bisschen weiter innen als außen, ist aber egal. Die Scheibe ist gut frei, wie ich sehe. Das sollte zum Fahren reichen. Der TÜV ist bestimmt auch glücklich, da muss ich nämlich hin demnächst. Gelohnt hat sich auch diese Anschaffung hier, finde ich. Kann man auch mal für andere Kleinigkeiten benutzen. Genau, ich hoffe, bei euch ging es vielleicht einfacher. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo, ein Like oder Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.